falsch allein, du musst dich hinter dir Wunde sein. Oh lala, so nicht gebaut. Schaderspürstin ist eine Geschichte von Menschen, die sich nicht trauen, sich zueinander zu bekennen. Es geht eigentlich um ein Coming-out, um die Frage, wie stelle ich mich zu meinem Liebespartner, wenn der von der Gesellschaft nicht so akzeptiert wird, wie ich es gerne hätte oder wie ich es empfinde. Es schwingt im ganzen Abend eben mit, dass ein Mann eigentlich ignoriert, dass er sich letztlich in einen Mann verliebt hat, der nämlich unter diesem Travestiekostüm sich befindet. Und das gibt dem ganzen Stück natürlich einen doppelten Boden und auch gleichzeitig die Möglichkeit, sich dann wieder voll in den Kitsch zu werfen, voll in die Romantik, in das Sentiment, alles das, was dieses Genre braucht und was eigentlich Spaß macht daran. Ich habe versucht, die Czardasz-Fürstin zu inszenieren als eine Art Club-Veranstaltung. Wir haben eine besondere Raumsituation. Keine Guckkastenbühne, sondern ein Operettentheater gebaut, ein Varieté-Theater, so wie man sich das vielleicht in Köln vorstellen könnte. Also auch ein bisschen 50er-Jahre-Anspielungen sind im Raum enthalten. Ein Nachtclub, so wie der im Stück sein könnte, in dem Silva Barescu auftritt. Und die Zuschauer werden Teil dieses Varietés, werden inmitten des Geschehens sitzen, können dabei etwas trinken, sitzen zum Teil an Tischen und um sie herum findet das Geschehen statt.